Mal wieder vergessen. So, du warst der, der mir sagt, nicht den Baum anzünden. Und Lance und Robbie, viel Spaß bei was auch immer ihr tut. In diesem restlichen Abend. Ich soll da lang. You drunk? Aber hier geht's halt nicht weiter. Da unten. Ja, das ist auch immer noch ein Mausoleum. Wo kommen wir denn da hin? Von hier? Ich möchte die Karte halt jetzt erstmal aufdecken. Dann können wir wieder schön in Ruhe alles erkunden. Oh, jetzt sind wir hier. Was war hier denn? Ging's da weiter da drüben? Jetzt warte mal, da war doch ein Bauer. Hier war ein Boss, ein Overworld-Boss. Da erinnere ich mich. Ja, nö, da ist eine Klippe, da geht's einfach nur runter. Ups. Ja, da kommen wir auch nicht rüber. Wahrscheinlich wirklich einfach von oben, ne? Es geht von oben dann irgendwie so rüber, kann ich mir vorstellen. Also von da aus weiter. So, erkunden wir den See, den gefrorenen. Mal fertig. Hier sind große Dinger rumgelaufen. Ja, genau. Ein Giant da. Ist doch safe, Boss. Wir haben null Seelen. Let's go. Große Dinger mit diesen Glocken. Ach Gott. Ach, Tobi. Ach, Tobi. Lauter Geisterdinger. Geistertiere, Geisterquallen. Oh! Eine Höhle. Aber ich kann hier summonen. Also ist hier ein Boss. So. Dann brauchen wir mal gucken. Hier steckt noch keiner drin. Wir haben 19. Wir müssen 2 benutzen, auch wenn er im Singen. Na, Schlüssel. Das Problem. Ja, genau. Steckt noch schon 2 rein. Ja. Und jetzt haben wir 17, nehme ich an. Jawohl. Na, mehr als genug. Ja, ich kaufe die auch immer wieder, wenn es geht. So. Erstmal das Feuerchen anmachen. Und dann gucken wir mal. Das wieder an. Na, guck mal, Höhlen. Schleimchen, Dönsel. Mal gucken, ob irgendwo in einer Ecke was wartet. Sieht schon mal nicht so aus. Oh Gott! Er hat mich nur ein bisschen erschrocken. Geisterwolfies. Oh Gott, viele Geisterwolfies. Und tot. Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Aha. Höhle des Geisterrufers. Ah ja. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, jetzt erstmal. Ganz ruhig, wir haben ja gerade erst angefangen. Ah ja, das Loch bleibt aber wenigstens. Wissen wir schon mal wo. Okay, also hier werden permanent Geister gerufen. Ich verstehe. Das Ding, der ruft nämlich die Geister, nehme ich an. Habe ich jetzt schon keinen Bock drauf.
Aha, und da verschwinden dann auch alle Gerufenen. Ich verstehe es. Das war schon wieder ein Quote, das out of context überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber frech. Nein. Wo war denn das? Na gut. Ich erwarte aber sehr stark, dass hier noch mehr so Fels durch den Boden fallen sind. Sagen wir aus oder links? Links liegt was. Okay, ich dachte gerade kurz. Hier kommt bestimmt gleich irgendwas. Nicht? Irgendwo ist was gestorben, nehme ich. Muss keinen Sinn ergeben. Klingt zweideutig. Ja. Mag solche Höhlen einfach nicht. Das sind schon mal Blutflecke. Oh, hi! Oh, hi! Junge! Keine Seelen, das ist ja noch viel schlimmer. Ach, da unten bist du. Eine Geisterschnecke jetzt. Was ist denn der Rufer hier? Was ist denn der? Na, jetzt krieg ich, wieso krieg ich den jetzt nicht mehr? Na, wie ist der? Hä? Spiel, manchmal bist du einfach seltsam. Ach, da bist du. Ach, guck. Und hier ist das. Was war hier? Nachricht. Unerwartet das Sterne? Unexpected Stars. Mhm. Hier sind wir runtergefallen. Okay. Ja. Ein Zwölfer. Eine dicke. Der Rufer ist aber das Ding da hinten, ne? Nee, das ist auch ein Wolf. Shit. Das sind zwei. Was war denn da hinten? Wo immer das ist. Ja. Auch ein Wolf. Okay. Okay. Okay, geht, geht. Blatsch. Nee, bleib doch da. Och Gott, ey. Dann ist der weg. Nee. Ach, come on.
Oh, rechts. Nee. Hä? Ist der Geisterrufer? Hier? Nee, hier geht's hoch. Was? Materialien? Nehmen wir mit. Okay. Und hier kommen wir, ne? Nehme ich mal stark an. Jetzt schon wieder die Orientierung verloren. Genau, da war die Abzweigung. Ne, dann passt das. Wo ist der blöde Rufer? Ist hier eine Illusionary Wall? Nee. Die Höhlendecke sieht okay aus. Na, komm du mal her. Hab ich da nicht mehr was gehört? Nein. Okay. Ach, come on. Kriegst du deine Scheißattacke echt mal raus? Oh boy. Nett. Oh, fuck you. Okay, dann komm du mal her. Oh fuck. Hä? Ich hab doch zu tun. Oh nein, du nochmal? Warum ist denn der nochmal da? Okay, geht. Der gibt auch keine Seelen, weil der immer wieder einfach nur gerufen wird. Hallo Schnecke! Tja, Mann, da reicht das höher, ne? Ganz schön kacke für dich. Und er war der Rufer. Die Schnecke ist der Rufer. Okay, die Rufer sind die Schnecken. Das habe ich beim ersten nämlich gar nicht so richtig gesehen. Ach so. Mhm. Hä, aber wo kam die her? Wo war die? Okay. Wo ist denn hier noch was? Okay. Hm. Naja. Ja, du schon wieder. Er tut sich selbst weh, um irgendwas, irgendeinen Buff zum zu holen. Verstehe. Oh. Hier hoch. Er kommt schon wieder nicht mit. Na gut. Wolf. Da hinten ist die Schnecke, ich sehe sie doch. Nee. Ach, come on. Oh shit, jetzt kommt er doch. Und der Wolf. Okay, komm rein. Da, warte mal. Schnell. Oh, fuck you, Sir. Oh, noch besser. Wenn wir dich loswerden, war alle los. Das ist aber noch besser. Ja, ich weiß wieder, richtig gut gespielt, Dave. Mm, aber smart. Ja, die tun echt weh. Spiele. Mhm.
das alles Feiten hier sind, ist halt einfach nur ekelhaft sonst. Eine Sechserrune. Wir gar nicht wissen, was der Boss so alles rufen kann hier drin. Wir werden es gleich herausfinden. Kein... Oh ne, wirklich? Ist kein Port-Ding, also kein... Ich werde hier wiederbelebt. Oh shit. Hi! Bist du wenigstens echt kackenschwach? Nein, du bist stark. Jo. Oh, und Magie ist da auch noch. Good to know. 1600 Seelen graben. Es gibt halt keine Seelen hier drin, deswegen. Fast. Ja, total knapp, ne? Ich muss jetzt wirklich den ganzen Bums nochmal laufen. Boah, das ist aber... Das finde ich nicht gut. Was soll das denn? Das ist doch sonst auch nicht so. Der Pistole braucht einen neuen Klon. Oh wow, wirklich. Das ist ja auch ätzend. Klon 591, jetzt 590 Tode. Schon eher. Eieiei. Moment. Jetzt hat das fette Ding hier, ey. Hier waren drei Rufer. Das ist halt mies. Man sieht zu viel, ey. Gut. Come on, ey, wirklich. Oh Gott, du bist ja schon da. Geh durch, geh durch, geh durch, geh durch, geh durch. Du fängst mit Magie an. Was? Ein Charge hast du auch noch. Ne. Was ist das? Einfach nur wirbeln. Oh mein Gott! Nee! Dodge doch! Oh, was ist das? Das ist neu. Wird gebufft dadurch. Oh, was wird das? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ah, okay, das geht auf Range jetzt. I see. Mein Gott, ich treffe ihn nicht, ey. Oh, das sieht böse aus. Stamina Management ist gerade ziemlich kacke. Komm, stopp, 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 stopp! Zu greedy! Ah! Ich dachte mir jetzt einfach noch, komm, ein Hit, ein Hit, ein Hit! Und den ganzen Spaß nochmal! So close, so close! Der Kampf lief echt lucky! Noch du schon wieder, ey. Mann. Ich setze das Witzbuch auf den Stuhl, ey. Mm.
Das war so knapp. Und will es halt dann einfach immer zu Ende bringen und denkt sich, ja komm, den einen Hit, den kriege ich jetzt auch noch irgendwie durch. Das wird dann so, ne? Wow, hey. Das war nicht mal beabsichtigter Sprung. Oh mein Gott, was machst du denn jetzt, Wolf? Wenn man da drin steht, tut das richtig dolle Aua. Au. Autsch. Dann geht eigentlich. Range davon, ey. Okay, das macht er auch bevorzugt, wenn ich... Oh, shit. Denke. Verstehe. Also jetzt. Ein dritter Schlag? Okay. Jupp, das macht... Okay, das war der kleine nur. Oh wow. Ich stehe hier scheiße. Oh, die Bäume hier, ey. Diesmal nicht 15 Runen. Wait, what? Nee! Nee! Ja, halt! Was ist das denn? Das kenne ich nicht. Das ist ein neuer Angriff, den habe ich noch nie gesehen. Tau! Fettbacke. Oh, nochmal? Was ist das denn schon wieder? Hey. Nein! Das ist der ernsthaft, das wäre alles gewesen? Ja, wieder so knapp. Und ich muss halt jedes Mal wieder hinlaufen. Das ist gar nicht das Frechste dran. Na, immerhin gibt es ein bisschen Loot immer auf dem Weg. Einfach Momente, in denen hasse ich dieses Spiel. Zum Beispiel jetzt. Ja, wie viele werden das zum Schluss? Das sind bestimmt auch wieder drei, ne? Wo
Und das sind die zwei und dann kommt so eine große Schnecke einfach, die alles gerufen hat. Warte mal. Der ruft jetzt den blöden Heini da, ich sollte schon hier durch. Ich kann ja währenddessen fantasieren. Demon's Souls. Der Boss in der Kirche. Wird ja auch immer wieder neu belebt. Solange der Rufer oben im Oberrang noch lebt. Muss ich hier eventuell irgendwo jemanden anderen töten? Und gar nicht die Inkarnation da. Das sind ja Geister offensichtlich. Das sind ja nur Gerufene. Das ist ja das Gimmick hier in dem Dungeon. Ist hier noch jemand? Hat Witz eingelöst. Das ist eine Lüge. Vielleicht nicht drauf. Rein. Ah, ja. Lass mich doch da weg, schnell. Dodge doch in eine anständige Richtung. Ah, noch ein Schlag. Eklig. Oh, warte mal, das ist was anderes. Was ist der Scheiß? Oh, Schnut, die hat jetzt einen richtigen Witz eingelöst. Erinnert mich aber dran, nach dem Fight. Nach dem Fight mache ich das natürlich jetzt nicht. Oh, das ist ein anderer Move. Kein Stamina. Ich bin jetzt nicht, ey. So, wabbeli wabbeli. Relativ mittig, oder? Da. Natürlich, dritter Schlag. Ach, shit, sind wir ab. Ja. Komm mal ein bisschen mehr in die Mitte. Sonst kann ich nicht um dich rumtänzeln. Oh, ja, ich bin zu weit weg, ist okay. Und du doch näher. Okay. Nicht gut. Okay. Ging noch der Dodge, sehr schön. Yo. Okay, kein Nachschlag. Ah, das war was anderes. Oh shit, ich bin an der Wand, ne? What? Mm. Okay. Oh, Mann. Nee, Mann, lass das doch. Was wirklich, was an dem Baum hängen geblieben ist, trifft mich der AOE davon? Noch ein Schlag, ey, komm, ey. Oh, Kacke, was der hier macht. Bitte, ich war sogar in der Wolle. Wie soll ich denn dem sonst dodgen? What the fuck ist das für eine Combo, ey? Ey, er ist halt einfach nur zum Kotzen. Oh, dein Schwanz. Wow.
Yo! Ich halt. Der Item. Sowas von tot. Was war denn das gerade von ihm? Noch eklig. Oh, eh, wenn ich nah dran bin, Range, wenn ich weg bin. Fuck you. Ein Junge und ein Mädchen sitzen gemeinsam im Park. Da sagt der Junge, wenn ich dir ein Küsschen geben darf, gebe ich dir ein Stück von meiner Schokolade. Das Mädchen antwortet, okay. Er gibt dir ein Stück Schokolade und sagt dann, wenn ich dir einmal an die Bürste fassen darf, gebe ich dir noch ein Stück. So. Weiter. Das Mädchen sagt erneut, okay. Nachdem der Junge an die Brüste gefasst hat, sagt der Junge, wenn ich dir an die greifen darf, gebe ich dir sogar zwei Stück Schokolade. Sagt das Mädchen, oh Mann, wenn das so weitergeht, bin ich zuckerkrank, bis wir endlich zum Vögeln kommen. Und das, meine Damen und Herren, war der letzte Witz aus diesem Buch. Aber hey, hab hier zwei neue. Jeder hat mich. So, mit welchen wollen wir anfangen? Das eine hat 1000, das andere hat 400 Witze. Fangen wir mit dem kleinen an, oder? Mit 400. Machen wir schon mal den einen. Das Problem ist, die sind sortiert. Es geht los mit Fritzchenwitze, dann kommen Reimwitze, Flachwitze, Scherzfragen, Tierwitze, gemischte Witze und dann Zungenbrecher. Oh Gott, die Zungenbrecher, glaube ich, lassen wir. Heißt, wir arbeiten uns erst durch die Fritzchenwitze. Burn the book! Nein! Wir müssen alle leiden. So. Vor allem ich. Hat Schnutti auch so viel Schokolade gegeben? Ja, es liegt nur daran. Ich würde sagen, lies jeweils einen Witz vor. Schauen uns, welches besser ist. Ah, wir arbeiten uns nicht alle durch. Aber jetzt haben wir einen schönen Vorrat wieder. Ein Buch haben wir durch. Hooray. Auf zum nächsten. Vom Fritzchen-Witze, ey. Das ist ein bisschen her, dass ich da welche gehört habe. Die bin ich gleich am meisten gespannt. Ich habe schon mal in beide einmal mir einen angeguckt. Irgendwo aus der Mitte. Die sind schon mal nicht sexistisch wie das andere Buch. Ah. Ich wollte das Material noch mitnehmen. Dann halt nett. Du ziehst da rüber. Okay. Ach, natürlich habe ich den noch erwischt. Hey, ich hab ihn getroffen! Wuhu! Ja, mich auch! Shit! What the heck? Das ist nicht die Attacke, die ich dachte. Ich dachte, das ist das, er macht sich lang und greift woanders an und ich bin tot. Boah, da versuchen mal Aurelia so langsam. Jetzt wird er lächerlich hier. Kann ich rufen? Ja, geht.
Ich warte ja, wie gesagt, auf Bubi-Witze kommen. Weil der gerade eben war schon. Ich glaube, das war der versauteste von allen. Kein Bock mehr auf den Dungeon. Irgendwo rufen wir jetzt Aurelia und dann ist gut. Bei Aurelia geht es mir ja hauptsächlich darum, dass sie den Mist, den Boss ein bisschen ablenkt. Schaden macht sie nicht wirklich. Und bis sie irgendwann mal den Boss vergiftet, das dauert ja auch immer ewig. Weil hier die den Klonzauber, Klonasche, na. Wäre ein bisschen Overkill, glaube ich. Jetzt muss halbwegs durchkommen wieder. Nur die Frage, was macht er hier, ne? Ja, was machst du denn hier jetzt? Das wird ja immer schlimmer. Aha. Aber auch überhaupt nicht für Aurelia, ne? Ich hatte gehofft, dass es vielleicht am Baum hängen bleibt. Aber mit Oppenfield, damit Aurelia dich auch trifft. Aurelia, triffst du ihn überhaupt? Scheiße platziert, wahrscheinlich, ne? Du triffst für 66 Damage, trifft sie. Wieder nicht am Baum. Hat er keinen Bock mehr auf sie, naja. Genau das möchte ich nämlich. Dass du mir mit deinem Stock direkt in die Fresse haust. Da stehe ich richtig drauf. Das ist so ein Fetisch. Mit Stöcken ins Gesicht. Mm. Genau das da dachte ich vorhin. Das ist. Ich treffe jetzt nicht, oder was? Ja, das ist der Mist. Boah, nee, der ist genau drin, oder? Wirklich blöd. Lass meine Aurelia in Ruhe. Au, es geht auf mich, scheiße. Ich hab gespammt! Was war das denn? Ein Stunlock. Hm. Ja, aber das funktioniert schon mal. Muss Aurelia, aber ne, wenn ich sie zentraler platziere, kriegt sie öfter einen ab. Dadurch hält sie nicht so lange, das ist auch nicht gut. Och, doof. Ah. Gut, doch sowas nicht. Nicht so ein Schmarrnlaber. Geh du nicht. Ah. Und hepp. Sehr schön. Das war mal elegant. Ich hätte sonst einen Clip draus gemacht. Das ist ja alles, dient rein der Unterhaltung, wisst ihr doch. Alles nur fiktiv. Selbst mich gibt's gar nicht. So. Wir sind schon hier. Gut. Ich hätte zu schlecht bezahlt, um hier selektiv zu quoten. Du hast überhaupt nicht bezahlt. Als hätte ich Geld hier jemanden zu bezahlen. Nein, nicht die Waffe wechseln, um Gottes Willen.
Ist noch fick tief, ja. Wir ficken hier alle tief. Das, nein, nicht die Wache wechseln. Mach bitte auf. So, jetzt auch. Die kurzen Schläge wie immer kein Problem. Der eine delayte Schlag dahinter. Absolut zum Kotzen. Oh shit, nochmal. Ja. Oder dodged. Dem Gespucke von Aurelia. Ey. Hallo! Ist okay. Yo, ist okay. Aurelia ist sehr in die Mitte gegangen. Nein, nein, es war der Move. Jetzt da bleiben. Oh mein, sie ist doch nicht in die Mitte gegangen. Late, Mann. Hau doch einfach zu, oder? Will doch, wenn ich drück. Und dieses Antäuschen, ey, wie ich's hasse. Hey, sag mal. Das war richtig dumm. Das war sau dumm, dass ich da geblieben bin, ey. Ja, dann ich bin meiner Gilde und wir spielen was ach so. Dann habt ihr den falschen Vertrag mit Dave ausgehandelt. Hallo Boon. Meiner Gilde und wir spielen direkt HC vermutlich. Was? Ach so. Ihr mit euren komischen PvE Raids da immer. Egal welches Spiel. Wer macht den PvE Raids? Wenn ihr nie andere Spieler kloppen kann, ist das langweilig. Macht ihr euren WoW-Talk. Ich spiele ein bisschen Elden Ring. Ist das okay nebenbei, oder? Stört euch das? Ach nein, das hat er mich doch getroffen, ey. Bin ich wieder nicht richtig drin? Ein paar meiner Inputs gehen irgendwie echt flöten während dem Kampf. Ich weiß nicht warum. Ich will ja gar nicht über WoW reden, ja. Hey, hallo? Danke. Du willst nicht über WoW reden, ganz bestimmt. Und solange ich jetzt keinen weiteren Hit kriege, wäre das voll okay. Warum ist der Typ eigentlich jetzt mit Aurelia schwieriger als solo? Das lache ich gerade nicht. Ja, du bodyblockst mich, du Bastard. Der Bodyblock-Bastard, wer kennt ihn nicht? Toll. Ach, das ist nervig. Der pullt einen damit. Jetzt raff ich das. Das hat der vorhin gemacht. Nach hinten wollte es natürlich saudumm. Oh du. Oh mein Drecksau. Nee. Diesmal nicht. Und das ist ganz kacke jetzt. Ja, hallo. Dass du nicht mal dodgen kannst, wenn er das macht. Das ist halt die größte Frechheit. Wow, Elia kriegt da gut Schaden jetzt. Ja, das war kacke. Wow, was war das denn jetzt gerade? Ich sehe so viel. Nee.
Geh mal mehr auf mich, ey. Oh, ich greete wieder an den falschen Momenten. Kann ich bitte... Heil dich doch jetzt, meine Fresse, ey. Das ist richtig kacke, weil jetzt ist Aurelia fast tot. Warum schießt du denn auf mich? Sag mal. Okay. Und da ist sie tot. Ich kann auch nicht mehr summonen, ne? Ne. Was ist denn gerade dunkler geworden hier drin? Dein scheiß delayter Angriff! Du passt. Nee. Ey, was soll denn das jetzt? Okay. Und weg. Oh mein Gott, nicht einen Schlag rausgekriegt, ey. Ja, ich bin zu weit weg, ist egal. Bock mehr. Die andere Arsch jetzt gleich. Nee, der Boss nervt mich. Das ist Fume Knight. Ich hab keinen Bock auf Fume Knight Scheiße. Oh, natürlich macht er genau in dem Moment, in dem ich drück. Du gehst mir so auf die Nerven. Du gehst mir so auf die Nerven. Da krieg ich wieder. Hab ich gar keinen Bock. Ich will auf die Imitatoren trainieren. Gar keinen Bock mehr. Ne, ne. Und wir hatten ihn schon mal auf 2 HP, ey. Wenn ich nicht so gegreedet hätte, ey. Mann. Also. Ne, kein Bock mehr, ey. Nervt mich. Hep. So. Aber im Bett bei, dann schlaf wunderbar, Boom. Problem ist, ich muss schon wieder pinkeln. Viel getrunken. Wahrscheinlich spiele ich deswegen so schlecht. Beim PvP ist eigentlich immer so, wenn ich auf Toilette muss, dann spiele ich eigentlich immer besser. Man hat so einen Druck. Im wahrsten Sinne. Was machst du diesmal? Nicht Bodyblocken, das ist auch schon mal gut. So. Und jetzt solltest du eigentlich richtig dick auf die Fresse kriegen. Wenn die Träne mal... Was macht meine Träne? Die Fokus, die Gegner draußen. Sehe ich das gerade richtig? Okay. Nein, geh weg. Dumme Asche. Mein Gott! Wenn du halt da drin stehst, ne? Du dumme Kackasche, ey. Ich sollte mir aufheben, ne? Für die nächste zweite Phase. Aber. Ich hab den Boss gekillt. Oh, nicht schlecht. Hey, good job. Gut, ja.
Na, du bist halt einfach nur eklig, mein Lieber. Ich hab auf Heilen gedrückt. Holy shit. Die Befürchtung, dass mir echt Inputs gefressen werden. Müsste ich doch wieder alleine machen. Nee, lass das. Lass uns mal ganz geschwind bleiben, mein Lieber. Komm, mach was. Nein, ich darf schon wieder. Ja genau, da kann man nämlich so gut. Was war ich? Ich hätte noch Iframes diesmal. Ja, hallo! Nicht mal rausdodgen, wenn er dich einmal hat. Ach, come on. Was ist das denn? Hast du zu viel getrunken? Ein am Boden schlagen? Ah. Oh, what the? Yo! Das war Bullshit, das war ein Double Damage. Das hat man gesehen. Schöne Dark Souls 1 Bugs. Nice. Spam, wie du willst. Boah, du bist so ein dummes Stück. Ey, das ist einfach nur ein asozialer Drecksboss. Ne, also der ist wirklich. Ah. Wir hatten ihn halt schon mal auf so ein Stück runter, ey. Es war ein Hit. Der Dungeon, hab ich den tot gemacht? Keine Ahnung. Mal noch einen. Bestimmt irgendwo mal einen vergessen, da kann man noch mal einen extra machen. Der Dungeon ist kacke, ey. Der Boss macht halt überhaupt keinen Spaß. Weil dieses schnelle Zustechen staggert. Wenn er dich beim ersten Mal trifft, bist du halt instant tot. Weil du nicht zwischen den zwei Phasen rausrollen kannst. Egal wie sehr ich spam. Das ist halt dumm. Das ist einfach nur dumm. Wenn ich die Chance hätte, dann noch zu reagieren, okay, gar kein Ding, klar. Aber habe ich halt einfach nicht. Das heißt, ich muss den ersten dodgen. Habe ich, dann habe die zweite Salbe habe ich gefressen, die dritte Salbe habe ich gefressen, war immer noch gestunt von der dritten, da kam schon der nächste Schlag. Ist halt tot. Ist halt dämlich. Das ist halt kacke programmiert. Das sind Bosse, wo ich dann sage, nö. Da habe ich dann auch keinen Bock mehr. Na gut. Seht ihr Tode? Achso. Das 666. Sag mal, ich bin gerade reingekommen. Verdammt. Ungeduldig, ich musste gerade zuschlagen, weil. Echt? Macht doch echt was. Ich bin den Baum weg. Oder fällt den Baum? Ja. Holy crap. Den habe ich nicht gedodged, das gebe ich zu. Ach, dass der Mist. Erstmal.
Ja. Mach den Baum da weg. Was war das denn gerade für ein Tanz? Oh nein, das ist der Scheiß. Oh, er ist hier wieder? Hä? Ich dachte, der ist dann woanders. What? Okay, das sind zwei verschiedene. What it? Genau das da. Oh mein Gott. Genau. Den Move dachte ich gerade. Jetzt ist der Baum sogar wirklich weg. Shit. Oh, nicht das jetzt. Du dummes Stück Scheiße. Oh. Ach, come on. Er fängt da sofort an. Er hat gar keinen Chill, ne? Und das. Hier, die Kleine ist zu dumm und rennt da jetzt rein, ne? Der hat auch noch nicht einen Hit rausbekommen. Sehr gut. Das bin ich. Oh nee. Oh, er hat's abgebrochen? Hä? Okay, das ist doch jetzt hart geglitscht, oder? Ich sehe nichts. Oh Mann, nee. Das ist ein Dungeon, wo ich gerade einfach sage, fuck it, ich habe gar keinen Bock mehr. Macht halt einfach keinen Spaß. So, Tod 600, ne? Nee, komm, ich habe wirklich keinen Spaß hier. So. Ich muss ja hier irgendwo jemanden rufen, ne? So. Der Boss macht einfach keinen Spaß. Der Dungeon geht mir aber auf die Nerven. Das dauert immer 100 Jahre, bis die Zeichen kommen, ne? In der Zeit könnte ich doch eigentlich fast fix auf Toilette gehen, oder? Hm, 600! Und die Player, ja, ich rufe mir jetzt irgendjemanden, ich hab die Schnauze voll. Wo bist du? Keine Ahnung. Hier. Von dem See einfach irgendwie darüber. Keine Ahnung. Wo? Ja, hier. Da, in dem Dungeon. Höhle des Geisterrufes. Da. Da. Hat er gezeigt. Da. Seebonfire. Irgendwo darüber. Oder genau da lang. So, zack, dahin. Sitzt schon drin. Ah, hier. Sagst du? Bist du Sned? Bist du das? Hab da ewig nicht gespielt. Nein. Wo bist du denn dann? Ah, da sind noch mehr. Bitter Squirrel und Eleonora. Welcher bist du denn? Es sind hier oben noch welche? Nö, ne? Ist irgendeiner davon du? Wie viel kann ich mir rufen? Einen. So, einer schon weg. Mich erkennst du vom Namen, aber ich sehe dich nicht.
Bist du hier? Bei dem Ding? Ich habe hier nur Sneed und Eleonora. Ellie und Sneed. Tatsächlich liegt da nicht mehr. Ah. Dann kann ich die auch nicht rufen. Da ist ein neues Zeichen. Brakos Gaze. Das sieht cool aus. Hast du ein Passwort? Nö. Gehen das nochmal. Hier. Gruppenpasswort, Mehrspielerpasswort. Dave, klein geschrieben. Ah, man sieht sogar. Zack. Passwort Dave. Dave ist T. Dave ist tilted. Ein bisschen. Lalalala. Ab. Ab. Schwebe. Ja. Wo bist du? Wo bleibst du? Nee, der Boss ist halt einfach echt. Der macht mir keinen Spaß. Oh, guck mal, da ist ein Zeichen erschienen. Ich glaube, da muss ich mich auch nicht groß beeilen. Ups, ich habe irgendwas geklickt. Was, halt. So. Damit. Wer kann das nur sein? Ich mag deinen Helm. Hier, war der Dingsbums. Wie hieß er denn? Der Kometentyp sieht da. Unser zweiter großer Boss im Spiel. Radan. So. Yay! Erstmal anschreien. Angucken hier, ey. Aha, aha. Beweg dich mal nicht, beweg dich mal nicht. Nein, nicht bewegen. Bleib stehen. Will dich angucken. Halt doch still. Da ist schon eine schäge Rüstung. Ja. Bin ich ein bisschen neidisch. So. Auf geht's. Na, guck mal. Dein Global Timer ist dadurch auch anders. Interessant. Lass das Zeug alles leben. Egal. Das dauert zu lang. Wir ignorieren hier alles. Heißt, aber ich kann keine zusätzliche Asche rufen, ne? Weil ich dich schon beschworen habe. Jetzt eh alles erstmal mich fokussiert. Solltest du hinter mir eigentlich gut durchkommen, nehme ich an. Hoffe ich mal. Oh. Ach du schon wieder, ey, dieser Kackwolf da, ey. Oh. Ich gehe schon mal vor, ne? Du kommst nach. Ach Gott, lass das, ey. Na, ja, ist okay. Dass du halt da auch sofort stuck bist in den Bums. Nee. Oh, der ist nach hinten gesprungen. Auch interessant. Was macht der denn? Wegspringen. Da lenkt den mal. Och, ich treff schon wieder nicht, ey. Nö. Das ist seine beste Attacke. Die kann man so easy dodgen. Ist das das Elbenst... Oh mein Gott. Wollte schon wieder green. Ich hab's mir noch mal ganz kurz anders überlegt. Und Yellow einfach mit dem Mighty Spell. So. Der fiese Fettsack. Oh mein Gott.
Lass dich da mal casten. Ich habe keine Ahnung, was du da machst. Autsch! Wirft er nach mir? Nö. Ich komm nicht hin. Jetzt. Der hat ja sogar einen Dash. Das sehe ich ja jetzt erst. Wow. Halt ihn mal, genau. Oh, wieder genau in dem Moment, wo ich zuschlag. Ich hasse den Kerl so sehr. Und nicht das. Ja klar, Bullshit. Jetzt zu zweit ist der echt noch bockschwer, ey. Oh, come on. So. Kommt da jetzt noch was? Bestimmt, ne? Oh, fuck you, really? Naja. Ich sag's doch, und zum Schluss kommt einfach nur die Schnecke selber. Und das war's dann. Dann, Dankeschön. Ich sag's dir, genau wie ich's vermutet hab. Naja, dafür nicht GG, er hat die meiste Arbeit gemacht. Tuch, das ist gestorben. Tuch der Götterskalpe. Ding? Ritual der schwarzen Flamme. Ah ja, das ist das Bumm-Ding gewesen wahrscheinlich. Vielen Dank, Yellow. Okay. Was ist denn das da oben? Das Ring-Icon, das in meiner Buff-Leiste, das ganze rechte. Was ist das schon wieder? Hm. Ich hab mich ja selbst gebufft, wie so. Endboss-Schwert. Ja, von Yellow ist doch zumindest ein Witz wert. Sag mal. Wenn nicht sogar drei. Ihr seid schon unverschämt, ne? Und das Traurigste ist, ich hatte ihn schon mal auf einen Schlag runtergekloppt. Die waren gerade ganz kurz rot. Habt ihr das gesehen? Aber weil ich weiß, wir sterben sowieso. Muss deswegen den Boss, sonst habe ich öfter auch so. Kurz darunter. Dieses einfach. Ach, das war vorhin einfach so dumm. Es war halt diese blöde Mauer um mich herum. Ich war low life. Und er hat dann auch zugeschlagen. Es ist einfach alles kacke gewesen. So ein Schlag. Dann hätte man tot gehabt, dann wäre die Schnecke gekommen. Einmal draufhauen auf die Schnecke und tot wäre sie gewesen. Das wäre alles gewesen. Ja. 17.000, knapp 18.000. Man hätte die Schnecke umgeboxt. Glaube ich nicht. ich hab's vergessen, was noch? Irgendwas auf 70.000 muss ich hoch, ne? Ja, 70.000 reicht dann schon. Okay, dann. Dich 10-mal. Nicht ganz. Wie viel haben wir so gemacht? 10. Das sind 1200 pro. Heißt, wir machen das noch 4, 5 Mal. Ich hab's keine Lust zum Rechnen. Ich habe vergessen, welches das war. Guck mal, es ist nicht. Also machen wir dich 6 Mal. Das sind 800. Reicht nicht ganz. Wie viel brauchen wir? Okay, drei kleine noch. Mit dem Pike gemerkt, dass ich 550.000 Runden rumgelaufen bin. Das ist fast ein Level. Gott. Ein bisschen Overlevel, kann das sein? Stufenaufstieg. Conti auf 30, genau. Und dann machen wir Stärke auf 30 als nächstes.
Dann können wir doch jetzt eigentlich einen neuen Helm benutzen. Wir sollten doch jetzt mehr Traglast haben. Oh, das sieht doof aus. Na gut, das sieht nicht viel besser aus. Warte mal. Machen wir ein bisschen Licht noch zusätzlich an. Hey. Sieht aus wie ein Vogelnest, durch das wir gucken. Hey. Nee, nee. 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 Was ist denn das? Silbertränenmaske. Wolfskopf. Schon nicht schlecht. Die hatten wir lange. Das weiß ich noch. So, warte mal, wir machen jetzt nochmal das. Oh, das ist dieser Helmkopf von dem Typen, den wir letztes Mal hatten. Okay, da will man aber auf große Last gehen. Oh, das wäre eigentlich unser Set-Helm, ne? Mhm. Bis auf magisch wäre alles besser. Ach ja, du bist natürlich wieder kacke, ne? Das ist eine Augenbinde, okay. Okay. Ein Geweih. Das ist, was der andere vorhin hatte, ne? Den wir rufen hätten können. Moment, minus. Das sehe ich ja jetzt erst. Das heißt, ich krieg mehr Schaden dadurch. Geschichte ist richtig. Wir können wirklich den Wolfskopf machen. Alles schlechter, außer gegen magisch. Oh, die wären noch mittler. Aber das sind hässliche Helme. Nee, bin ich kein Freund von. Bitte was? Ist das ein Set? Ja, du. Ja, nee, komm, dann lass mal. Gut. Wir haben uns, aber da haben wir unsere Haare so komisch durchgesteckt. Nee, das gefällt mir nicht. Hier sehen unsere Haare wenigstens noch schön aus. Der Witz. So. Dann das neue. Fritzchenwitze. Fritzchen in der Schule. Lehrer. Fritzchen, kannst du mir sagen, wo der Friedensvertrag von 1918 unterschrieben wurde? Fritzchen denkt kurz nach und antwortet dann unten rechts. Das ist jetzt schon besser als das alte Witzbuch. Sind wir mal ganz ehrlich, ne? Nee. Also nicht bei dem Wetter hier. Zeit vertreiben bis Mittag. So. Das Wetter habe ich halt... Ach, wirklich? Das wird nicht besser. Das ist aber blöd. Das finde ich aber sehr blöd. Da sieht man ja nichts. Nachricht. Fernkampf versuchen. Ich weiß ja nicht mal, womit oder wogegen den Fernkampf verwenden soll. Kann aber hier was rufen. Ah. Hm. Oh, hi. Ein Drache. Brrr, nö. Ach, guck mal. Oh, hi. Look, Hingler. Lass mich meinen Frieden. Okay. Rote Quallen, naja. Und bye. Noch einer. Gut. Das war schön. Lalalala. Okay. Huch.
Kriegt ihr ein Item? Eine Achte! Das heißt ein Upgrade für unser Schwert. Muss noch einen neuen erfinden. Das war ein Dunkelschmiedestand, ne? Sehr gut. So, was liegt da? Eisiges? Was bist du? Hä? Aber nur Eis. Hm. Der Sache ist scheiße, der hat sich verbuggt bei mir. Hm. Mal gucken, ob ich das auch hinkriege. Hallo Vogel. So, bei solchen Kirchen sind doch immer Dinger in der Nähe. Bonfire, yes. Eine Kirche von Malika. Erste Kirche von Malika. Ach, guck an. Ist das heilige Tränen? Waren das Tränen? Ja, doch, es waren anscheinend Tränen. So. Eine plus 11er. Warte mal, wie viel haben wir eigentlich? Eine Saat nur. Oh. Das ist ein bisschen mau. Okay. Heißt aber, wir können von hier wunderbar, gut, wir können den Drachen sowieso immer wieder machen. Auf der anderen Seite haben wir ja auch ach, Seelen dafür, scheiße. Upgraden kostet ja was. Wäre gelacht gewesen, wenn hier oben nichts wäre. Schmiedestand 7, naja. Hm. Wir haben einen Dunkelschmiedestand bekommen, ne? Der Schmiedestand 8, scheiße. Doch, Dunkelschmiedestand 8. Passt, passt, passt. Ja gut, dann. Gut, da will ich dann noch hin. Ja, die Karte. Na. Mein Gott. So, danke. Erstmal alles erkunden und dann alles töten. Erkunden habe ich nämlich irgendwie immer mehr Spaß. Bla 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 bla. So, für. Ne, das hier ist es. Brauchen wir 1620. Wieder perfekt auf. Nehmen wir einfach 8. Bleibt eine Seele übrig. So, Mondschleier auf plus 8. Sehr schön. Danke. Und wieder hoch. Jetzt merken, Marker 2. Er ist in diese Richtung. Aha. Dorthin. Scheiße. Ah, okay. Ich sehe es. Da oben ist eine kleine Festung und da geht es rüber. Und da muss die Karte sein. Hm. Wir testen, ob ihr One-Hit seid. Jetzt keine Lust abzusteigen. Einfach nur die Karte. Ihhh, nein, ihr seid die hässlichen Vier aus Caelid. Was macht ihr hier? Nein, nein, nein. Was haben? Das sieht ein bisschen sehr nach Joko aus. Das hat wirklich was vom Knochenpalast. Oh fuck you, sir. Wo geht's denn da jetzt rüber? Ah ne, noch ein Stück. Wenn ich so nach links geguckt habe, dachte ich, hier bewacht die Brücke wieder. Die anderen letztes Mal. Oh, da steht auch noch so ein fettes Ding, ey. Das ist eine Kette. Machen das ganz langsam und gemütlich.
Dann kann nichts passieren. Das ist sogar eine Gnade. Das ist ja richtig toll. Ich wurde gerade automatisch abgemountet. Wieso das denn? Was ist denn hier los? So. Berggipfel der Wiesen. Ah ja. Okay, dann ist es wirklich nur noch diese eine Karte da drüben, nehme ich an. Okay, 16 Seelen, wir können durchaus verballern. Was bist du? Thor? Odin? Hä? Lammengipfel. Von der Seite siehst du anders aus als von hinten. Ach, da bist du. Ja, da bin ich. Ich habe keine Ahnung, wo da ist, aber ich bin da. Na, warte mal. Das Bäumchen ist ja wieder da. So, warte mal. Dann kann der Marker ja weg. So, da ist der ganze gefrorene Seekram. Das ist die fette Kette. Ah ja. Will ich den Riesen da fighten? Wir haben 16 Seelen, was soll denn schon passieren? Und wir haben unser Schwert gerade geupgradet, also von dem her. Hey, Yeti. Das sieht ein bisschen glitchy aus. Ah, jetzt bist du in der richtigen Render Distance. Ja! Da haut mich gleich von den Socken. Ich will nicht mit dir. Der soll ein bisschen näher herkommen. Muss vielleicht bloß an dem blöden Kackding hinter ihm hängen. Ich sag mal jetzt. Kommst du jetzt mal ein paar Meter nach vorne? Nee. Da wird auch schon wieder nichts hier. Okay. Mein Damage ist okay, behaupte ich mal. Ich sehe halt nicht, was er macht da oben. Ne? Okay. Ah, er hat ein Schwert. Oi, und er wollt. Gut. Tot. Es geht. Bisschen nervig, dass er halt so groß ist, wie bei allen großen Gegnern. Aber machbar. Absolut machbar. Nur nervig halt eben. Ach, guck mal an, ihr wolltet auch mal mit dem spielen. Verstehe. So, und von hier oben sehen wir das Ding, genau. Das hatten wir markiert. Dann ist das Bonfire irgendwo da in der Nähe, ne? Da, ja. Das unter der Brücke, verstehe. Hat Dev seinen Dornenbusch schon angezündet? Nö. Der Bäume steht, da zündet man nicht an. Ich möchte den Baum nicht anzünden. Ist doch hübsch. Mach der Licht. Du schon wieder. Blaue Fingernägel. Cool. Mit Stand 7. Bitte was? Das heißt, wir könnten das Reduvia jetzt als nächstes sogar leveln. Auch wenn das nicht. Ich sehe dich doch schon da oben. Was machst du denn? Warum sind diese Kackhände schon wieder, ey? Ich mag die nicht. Die sind so spinnenartig. Aber besser diese Hände als Actual Spinnen. Geh da raus, ich habe keine Lust. Ich will nicht. Oh, apropos Spinne. Oh, wenn ich schon dran denke.
juckt mich schon mal. Vor dem Fenster da hinten ist so eine fette, schwarze, dicke Spinne und die versucht die ganze Zeit hier reinzukommen. Sie will hier ins Zimmer rein. Und ich habe doch schon den Fensterschacht von oben mit... Ah, hi. Ist eine mittlere, ne? Ja. Mit Imprägnierspray vollgesprüht. In der Hoffnung, sie wird dadurch vergiftet. Ich habe sie seitdem nur ein einziges Mal wieder gesehen und nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie es reingeschafft hat oder ob sie noch draußen ist. Ich weiß es nicht. Warum sind hier so viele Nachrichten? Kriegt hier ein Item. So oder so nachgeguckt, aber... Nee. Da chillt ein Giant. Da ist ein Dingsbums. Ich möchte zu diesem Dingsbums. Eure Nachrichten könnt ihr behalten. Du darfst auch bleiben, wo du bist. Also ohne Witz, wenn dieses Viech hier jetzt irgendwie hier rumkrabbeln würde, ich würde schreien. Ihr hättet in eurem Leben noch nicht so einen Schrei gehört. Jetzt immer Frauen schreien so ganz schlimm. Muss man sich die Ohren zuhalten? Ne, ihr habt mich noch nicht schreien hören, wenn ich eine Spinne sehe. Bin ich auch ganz offen. Ich sehe dich da hinten, dass du auf das Item, dass das Item bewachst. Aber tu mal nicht so. Da drüben sind wir. Ich will gehen einfach zu dem Ding. Ich möchte nur zu dem Ding da. Ah! Gott! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Du Stück Scheiße! Sag mal. Oh nein, ist das wieder so eines, wo einer davor jetzt steht und gesammelt wird? Bester Mob im Game. Aber was für ein Stück Scheiße, das ist Viech. Oh. Mann, ey. So, ja, gucken, ob da irgendwo was ist, wo man durch könnte. Man sieht's wieder so. Oh nein. Oh nein, ist das wieder... Grab des heroischen Riesentöters. Hä? Wird rübergelaufen. Wenn diese Hände sind, auf Empfehlung. Naja. Naja. Da. Machen das an. Da braucht man nur einen für, das passt. Welchen Gegnertypen haben wir denn hier drin? Ein Item? Flamme beschütze mich. Okay. Wenn du meinst. Brauchen wir hier nur noch 2 Millionen Gold, dann gibt es ein wunderschönes Mount. Jetzt sagst du einen Spinnenmount, dann... Oh. Wer bist du denn? Oh nein, warte mal, deine Waffe kenne ich. Ich weiß, wer du bist. Du hast viel HP. Kann ich dich? Perfekt. Einfach durchschießen. Das ist mir das Liebste. So. Da ist ein bisschen viel Platz. Oh nein, die Mechanik. Nicht sehen. Oh nein, warte mal. Du bist der Boss? Erinnert euch bestimmt an... Ja, ja. Das war obvious. Was anders aussah. Ich dachte zuerst, weil so viel Platz ist, hier vielleicht ein... Muss ich da drauf springen? Ja. Ein von diesen Weg... Ich höre was. Irgendwas höher, irgendwas tut hier. Da ist das. Oh nein! Hängst du an dem Pferdewagen? Ich sehe dich da an der Wand auch schon klammern. Müssen ja einmal diesen Kreis berühren, vorher kriegen sie keinen Schaden. Ah, wer will einen Mount, wenn er Spider-Hand bestaunen kann? Nee.
Großes Spinnenmaul mit langen Beinen. Nur wenn Squeelag ist und die Haare nicht vor allem Wichtigen hängen. Dann können wir nochmal drüber reden. Ja, er hockt dann wirklich davor. Oben aus dem Fenster springen wäre, glaube ich, das Klügste, ne? Oh, ich guck nochmal hier rum. Ja, da oben aus dem Fenster springen. Direkt da landen. Ist, glaube ich, das Klügste. Dann, während er gestunt wird, vorbeilaufen und dann hier in der großen Fläche mit ihm kämpfen. Ja. Das ist ein guter Plan. Ich hoffe, ich kriege keinen Fallschaden oder nicht zu viel. Ansonsten sollte das eigentlich sehr gut machbar sein. Hör aber hier was. Das kannst du mir nicht erzählen, dass hier nichts ist. Also wir sind mit euch beiden, genau. Und ihr erstmal her. Goddammit. Ich kann dich also in Rand auch komplett ignorieren. Oh nein, ich hatte Feuer. Okay, aber immerhin keine blöden Kackstreitwägen. Sollte hier durch können. Jo. Hm. Okay. Das ist sehr weit. Geht das eigentlich auch? Ups. Wenn ich den so anschieß. Anscheinend ja nicht, ne? Ah. Geht doch. Oh, was ist jetzt? Ja, nun. Was ist das denn jetzt? Ah, verdammt. Zu spät. Jetzt ist der nächste schon da. Oh, ah, da vorne ist sie. Ja, ne? Hi! Wow! Ah ja. Gut. Feuermönchrüstung. Okay. Oh, okay. Oh, da oben ist eine. Jetzt nach unten. Hä? Das muss an sein, damit oben so ein Ding erscheint. Oh, das ist das Symbol. Und weil es nicht vollständig ist, ist es nicht aktiv. Mhm, ich verstehe. Aber du könntest doch auch speien. Machst du aber nur, wenn du oben bist. Warte mal, es ist so dunkel schon wieder. Na gut. Hi! Will ich eigentlich gar noch nicht fighten mit dir? Von da oben springt mich keiner an. Na gut. Aha. Optionaler Stuff. Ja. Und der Händler, der das mal verkauft, ist auch nur selten da. So ein Pech aber auch. Ah ja. Verstehe. So, dann. Okay, der Schreck hat mir mein Nieser vertrieben. Das war knapp. Ja, jetzt ist das
an. Jetzt wird nämlich hier der Gegner kommen. Aber du? Du da. Oh, ihr seid viele. Gut. Ah, ja, sehr gut. Erstmal einen weg. Oh Gott, was? Warum? Oh, wenn man das haut. Das ist jetzt schlecht. Aber du bist schon. Encrypted? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Okay. Schreck. Hast du ein Bild in den DMs gesehen? Was? Was war denn? Ich hab vergessen, was sie gesagt haben. Da. Schädelkerzenständer. Ich kann mir einen schöneren Ständer vorstellen. Ah! Ne. Hab ich das nicht jetzt schon gelootet? Ah doch, das war so eine lila Blume. Never mind dann. Gut. Achso, die Riesenstatue, weil er der Riesentöter war. Ich erinnere mich. Das wurde mal erwähnt beim Reinkommen hier. Ich trau den Dinger trotzdem nicht. Okay, du bist wirklich nur eine Statue. Das ist ein Aufzug. Was ist denn dein Aufzug? Jetzt einfach doch tiefer rein jetzt über den Aufzug oder was? Oder höher? Höher? Nein, tiefer. Na gut. Der Finduskel hat mir dir ein Bild geschickt, aber du könntest die Cam auch ganz groß machen, wenn du das anschaust. Wenn du mir ein Bild von der Spinne geschickt hast, dann bann ich dich oder ich block dich einfach. Also seriously, nee. Und Scheiß, überleg's dir. Ich meine das ernst. Wer mir Spinnen, also Bilder von Spinnen schickt, den block ich rigoros. Da hat noch die Möglichkeit, es zu löschen, bis ich es mir angucke nach dem Stream. Du wirst mir überlegen. Ich will sowas nicht sehen. Wirklich nicht. Du wolltest das Mount sehen? Wollte ich nicht. Wenn es eine Spinne ist, ist mir das scheißegal. Oh nee. Moment. Ach so, das ist. Nee, hä? Warte erstmal. Doch! Oh! Ich will hoch! Ich will hoch! Ich will hier weg! Wie geht denn das hier wieder weg? Ich habe jetzt die 9. Okay, gut. Wie komme ich denn hier wieder weg? Fahr! Scheiße. Ja, na gut. Hey. You there. Nicht Magie. Komm hierher. Komm hierher. Gut, jetzt. Sehr gut. Ich bin nach hinten reingerollt in das Schwert und habe dadurch nochmal Damage kassiert. Dieses Spiel will mich doch heute verarschen. Oh mein Gott, ich hasse diesen Gegner so sehr. Weil er halt einfach nur abgrundtief schnell ist. Hä? Wie fick dich so sehr heute? Was ist denn kaputt mit dir?
Mann! Ey! Fick dich so sehr! Was ist denn? Drecksvieh! Fuck, das ist der Drecksvieh! So, und wieso fährst du jetzt nicht mehr hoch? Was ist das denn? Scheiße! Ja, das ist blöd. Ja, das, no, nein, das sieht. Ja, noch einer! Das ist eine Leiter. Wo ist denn dann noch einer? Wie lange bist du eigentlich noch ohne Mama, Dave? Ein paar Tage. Nein, der hat mich gesehen. Dann komm, meine Fresse. Oder wollen wir doch erstmal hier lang? Gut. Ja, also. Ja, komm. Komm, komm her. Ein bisschen schneller. Ein bisschen chuggiger. Komm. Durch. Ach, jetzt geht's. Was ist das? Was ist denn das jetzt hier? Dann schießt du. Dann hast du nur einen Eisstrahl. Du bist kein Arktos. Die late Scheiße. Au. Hast du sowas? Du siehst es halt nicht, wann er kommt. Einfach eine Stunde später dodgen, als man denkt. Oh, wow. Lost. Toll. Oh, jetzt ist er... Wo häng ich denn schon wieder? Toll, das ist mein letzter Estus. Keine Estus mehr. Scheiße. Richtig Scheiße. Oh, da vorne ist ja nochmal was. Nochmal eine Leiter. Oh, welche Leiter gehe ich lang? Die da vorne ist wahrscheinlich falsch. Im Gerät über Spinnen. Goddammit. Und ich jede kleine Kleinigkeit, die sich hier bewegt, und sei es ein Fussel, muss sofort. Ist das eine Spinne? Ganz furchtbar dann so. Lehrer. Fritzchen, warum nennen wir unsere Muttersprache eigentlich Muttersprache? Fritzchen, das ist einfach, weil der Vater nie zu Wort kommt. Na gut. Wir nähern uns dem Niveau des alten Buchs. Und der Boden bricht ein? Nein. So. Die Frage. Oh, das geht komplett woanders lang. Was ist das denn schon wieder? Hat dir nicht schlecht? Ja. Ich hab kein... Oh Gott, nein, nicht so eine. Oh. Ah. Mhm. Dass wir keinen Heilstuff mehr haben, ist natürlich äußerst ungünstig. Ne? Hallo? Jetzt dreimal gedrückt. Ich sag ja, irgendwas stimmt hier nicht, wird. Oh, das ist lang. Wir klettern hier weit hoch. Mhm. Warum? Wohin? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Blümchen steht noch da.
Das ist die andere Seite. Wir sind hier oben. Okay. Hier ist nur das Blümchen. Na gut. Ja, aber gut, wir können ja jetzt dann hier runter. Das passt, ja. Hoch geht nicht. Nein. Gut. Mhm. Was haben wir jetzt hier gemacht gehabt vorhin? Ja, und hier sind wir runter. Mhm. Wir lassen uns hier bestimmt irgendwas so Großes, Böses frei. Ja, wir müssen das hochschicken, damit das Strahlding hierher kommt. Genau. Mhm. Sonst können wir den da vorne nämlich nicht besiegen. Dann müssen wir jetzt hierher locken. Warum ist hier im Grab des Riesentöters eine Riese? Ja, ja. Komm mal mit. Gehen die weg ums Eck, damit er uns nicht anschreit. Ein Ticken zu langsam. Jetzt müsste das neue Spinnenbild passen. Was? Über die Herr Alex Press, obwohl ich nichts erwarte. Kommt aus England? Wenn du irgendwie so SMS kriegst mit hier Link mit Tracking-Verfolgung, nicht anklicken. Klickt sowas nicht an. Das ist irgendein Scam-Scheiß. Wenn ihr nicht wisst, dass ihr nichts erwartet, klickt sowas nicht an. Und selbst wenn. Fishy. Very, very fishy. Kommst du jetzt hierher? Gut. Dein Ernst? Am besten eine VM machen und da dann links. Was ist denn? Achso, ich habe ja nichts mehr zum Trinken, scheiße. Okay, komm hier, hi. Gut, das hat richtig gut funktioniert. Oh boy, oh boy. Ah, weiter, weiter. Gut. Ja, wir sterben hier jetzt. Damit. Ein Hit. Irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Er war der Schlüssel? Aha. Hm. Oh, hinter ihm hat sich eine Tür geöffnet. Okay. Hm. Die Nummer abgeschrieben. Aber dann so. Ah, okay, guck, das geht auch. Das ist smart. Ne, ich habe für Fishy Links eine VM. Aber kein. Okay. Haben wir hier einen. Ja! Hi, 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 hi. Oh, aber wir haben da hinten noch ein anderes Gebiet, das wir noch nicht erkundet haben. Ich würde ganz gern hier sterben. Kann ich mich selber vergiften? Wir sind heute hier kein Gegner. 24.000 Seelen. Ja, die müssen wir jetzt halt leider verlieren, wirklich. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den hier hin. Uralter Held von Zamor. Okay. Oh mein Gott. Oh nein, du hast Frostkacke. Wer macht denn sowas? Bumm. Ich hab den noch nicht einmal getroffen. Ich weiß noch nicht mal, wie viel Schaden ich in diese mache. Das geht sogar.
jetzt ficken ab! Hä? Zahmo, komm schon, Zahmo, Maske, Zahmo, das Ding. Danke fürs Hä? Ich hatte einfach kein HP mehr. Kein Heil-Item, nichts. Wie viele Seelen hat der gar gegeben? Ja, die muss ich in Sicherheit bringen. Ja, 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 bring mich mal zum Eingang. Wir müssen aber jetzt nochmal durch. Bitte? Aha. Oh nein, jetzt müssen wir auf den Aufzug warten. Hier. Hätte auch einfach reinporten können, oder? Hm. Ja. Nun. So. Dann fangen wir schon mal an. Stärke. 36 von 20, die Hälfte. Gut. Und wieder rein. Du spielst ab sofort, als ob du nur das eine Leben hast, kein Heal-Items mehr. Das hat gut funktioniert, ne? Ah. Na, guck mal. Die Blümchen sind auch nachgewachsen. Sehr schön. So, jetzt hatten wir den da unten aber nie gemacht, ne? Wollen wir den mal machen? Das sind die Ekelviecher. Der respawnt wahrscheinlich sowieso. Ja, okay, jetzt. Nein. Nein. Hallo Arno, schönen guten Abend. Der droppt was. Spaltensegel, die haben wir doch schon. Die kennen wir doch schon. Na, da die BMM. Aber nicht Faktorien. Gleich was Blackie heute schon gesagt hat. Hm, verdächtig. Ja, ich habe ein bisschen später angefangen, deswegen. Dann habe ich getroffen. Ja, sieht gut aus. Schön, wenn man weiß, dass der da steht. Oh. Au. Ja, man weiß, dass er da steht. Dort war es ein Scheiße. Mist. Hm. Puze. Hallo. Hey, Wo kommt ihr denn her? Sag mal. Hat der Arno da seine Finger im Spiel? Ich habe wieder keine Mods da, ne? angespielt haben. Stray, die Katze. Hallöchen. Hey, hey. Ich habe gern meine Finger im Spiel. Und so, danke für dein Follow. Hallo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Katze. Ich habe es mir nur ein bisschen angeschaut. Die Welt ist sehr, sehr geil. Das sieht sehr gut aus. Du wirst uns ja nicht zu Mods machen. Bei dir weiß ich auch genau, warum, Tobi. Halt, warte mal. Hier ist doch auch ein Drum gelaufen. Genau, da oben. Das heißt, ihr kommt von entspannten Katzenspiel zu Elden Ring. Auch ein Übergang. Was, entspannt weiter in den Abend? Nee. Nochmal dick aufs Maul. mein Licht ist nicht an. Deswegen ist es so dunkel hier. Das erklärt einiges. Dein VIP-Status ist weg. Interesting. Whisper mir das mal, oder schreib mir auf Discord. Schau mir das später an. Zum Entspannten durchgängig krepieren. Ja, ja, das ist gar nicht so falsch. Elden Ring ist Liebe, ja. Ich bin immer noch in meinem ersten Playthrough mit 100, fast 114 Stunden. So, jetzt warte mal. Hier sind wir. Da ist jetzt offen. Der ist nicht respawned. Okay. Wir haben den Boss hier gerade schon. Oh Gott, oh Gott. Interessant gemacht. Ich bin ohne Heil-Items mit, ich glaube, 20% HP hingegangen. Habe ich den getötet. Und auf einmal war es vorbei.
Ah ja, genau. Hebel ziehen. Runter. Oder? Ja. Gott. Und gegen Tobi. Der respawnt, nein. Die respawnen, scheiße. Das sind Gegner, mit denen ich echt Probleme habe. Hi, jetzt. Okay. Und sie... No, ach, der kann auch den Eisatem. Hat er vorhin nämlich nicht gemacht. Und diese Schattengegner müssen erst diesen Ring hier berühren. So wie jetzt. Damit sie normal werden und man sie bekämpfen kann. Und das für mich... dieser Gegnertyp gehört für mich zum Schlimmsten im ganzen Spiel. Weil ich sein Timing nicht kann. Überhaupt nicht. Und wenn ich ihm... Oh, was ist... Warum krieg ich hier Schaden? Oh, weil hier alles noch voller Frost ist. Verstehe. Ah! Das war mehr Panik als gezielt. Ja, genau das. Ja, Mann, du. Guck du mal, Frost. Hier bin ich sicher. Haben wir es halt mit 100% beendet. 100% beendet. Echt mega gut. Oh Gott. Ja, als... Selbst als Katzenmama... Aha. Habe ich natürlich richtig Bock auf das Spiel. Aber... Das wäre halt nochmal ein Spiel mehr auf dem Stapel. Cooles Shirt. Was habe ich denn da an? Ja. Ist das zufällig QWERTY? Weiß nicht. Kann mich überhaupt nicht erinnern, wo ich das her habe. So, warte mal. Hier war... Ach, scheiße. Welcher war jetzt welcher Durchgang schon wieder? Einmal ein funktionierendes Hirn. Nur für einen Tag. Wir gehen aber mal hier hoch und gucken, wo wir rauskommen. Ich meine, das war der alternative Weg. Keine Ahnung. Healing. Später No Heal Run. Ja, genau, No Heal Run. Genau, hier waren wir noch nicht. Oh, in diesen Kammer, die ich nicht. Ach ja, genau. Du Junge. Oh, da geht's ja auch nochmal weiter. Oh, was ist das denn? Hier kann ich nochmal irgendwo hinfallen. Okay. Wir haben schon... Oh, was hast denn du in der Hand? Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist eine coole Axt. Die hätte ich ganz gerne. Entsprechend musst du jetzt halt auch sterben, ne? Der ist zu dick zum Backstaben, oder? Ich bin auch dafür, dass ich Mod werde. Nie wieder andere... Was? Dann muss ich das wie die anderen Mods machen. Mein Jäger noch nicht da sein. Immer so schön, die Leute sind da, gucken viel zu. Dann macht man sie zum Mod. Ja, das hat nicht funktioniert. Das ist ein Hammer, keine Axt. Das. Au! Oh, da kommt die Kopfnuss. Das sieht aus wie Smoke's Hammer. Nur. Cooler. Der hat nicht. Ah, okay. Mhm. Hey! Nee, 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 nee. Jetzt habe ich gerade Thaddeus Krakatauer im Kopf. Wow. Okay, ja, das ist Small. Ja, da bin ich jetzt noch Ornstein. Hey, oh, Kamera, bitte. Greeden? Nee, nicht greeden. Um Gottes Willen, er greedet mich gleich. Nee, nee, wirklich keine Lust auf dich. Ich will deinen Hammer, bitte! Nee, ich hätte den Hammergang gehabt. Ich werde aber nicht lange. Ein oder zwei Streams. Ja, für normale Menschen. Siegel des Riesen. Moment. Doch keine Waffe, oder? Heißt, für mich sind es trotzdem 4 oder 5. Ich gucke halt trotzdem in jede Ecke 500 Mal. Wenn ich gebe doch. Hier ist es. Es ist... Ah, ein Zaubergedöns. Verstärkt an... Verstärkt Anrufung der Flamme der Riesen. Oh. Wir benutzen das.
Weil wegen ist so, keine Ahnung. Sag mal, der brennt doch! Jetzt machen wir Lola vor. Warum sind hier Nachrichten? Wertvolles und. Internet nervig. Ich hasse. Die Community ist so furchtbar. Aber genau dafür liebt man sie halt auch. Okay. Haben wir das? Da, oh, was ist denn da oben? Was ist über uns? Shit. Ah, der Durchgang. Ja, ich weiß was. Ja. Ergibt Sinn. Wer wird auch mal wieder was? Wir hatten schon eine Zeit lang nichts Entspannendes mehr. Wir hatten Fall Guys letztens. Fall Guys war sehr entspannt, finde ich. So. Und hier sind wir. Oh, ah. Ach, in dem Kaminschacht sind wir dann. Verstehe. So, dich kann ich hier getrost ignorieren, ne? Mal, ich laufe nach links. Haha, doch nicht. Lass mich in Ruhe. Und tschüss. Und tschüss. Sehr gut. Wertvolles Objekt voraus. Ja, mein dich, Dave. Schleimer. Schleimer. Was kannst du dick in Elden Ring laufen? Oh Gott, wir haben schon was. Warte mal. In Elden Ring dick sein? Das kann ich so auch. Was war jetzt hier? Ach ja, diese Lilie da, bla bla. Genau, das ist das. Der Stock. Hier daneben die rote. Oh Gott, ist das dämlich. Nein! Nein! Oh, wirklich nicht. So, dann sind wir aber jetzt mit dem Dungeon durch. Nein, nix hier. Vielleicht, dass ich im echten Leben dick bin, dann muss ich nicht im Spiel auch noch dick sein. Genau, dann war hier der Boss. Das war immer noch eine Verwirrung. Ich bin da eigentlich reingegangen, um zu sterben, um hier wieder mit vollem Estus wiederbelebt zu werden. Und dann habe ich ihn einfach so gemacht. Er hat mich zweimal mit komischen Eisbells getroffen, kurz. Das war alles. Aha, das Wurzelharz liegt hier mitten im Raum, nicht hinten wie sonst. Hatte mich schon gewundert, warum hier gar nichts ist. Brech. Wo waren wir nochmal? Knallbelohnung Rüstung aussehen. Nee. Bleibt schön bei den schlechten Witzen. 9 Estus. Brr. Bin ich eigentlich mit Leben, ne? Vorerst. Gucken wir nur noch da hinten rum. Nichts. Schade. Wobei. Das ist ja weitläufig dafür, dass hier nichts sein soll. Das müssen wir nochmal genau anschauen. Mit dem englischen Satz: Die in Hell kann man in Deutschland Schuhe kaufen. Die in Hell. Ach Gott. Na, oh, guck mal. Was ist das da unten denn? Wissen wir das schon? Waren wir da schon mal? Ja, die Ruinen von Zamor sind das. Wo sind wir eigentlich gerade? Moment. Stopp, wo sind wir denn? Wir sind. Oh, das ist die Klippe. Und hier geht's ja so durch nach oben. Oh, das ist ganz am Anfang. Ja, das sind die Hansel, die so wehtun. Und das ist der Aufzug. Haben wir da alles durchgelootet? Bin nicht mehr sicher. Hast doch schon wieder alles vergessen. Ja, wird schon passen. Nur laufen wir dann noch irgendwann mal lang. So, was ist denn mit dir da hinten? Hallo, bitte. Sag mal, danke. Da oben sind nur Vögel. Jetzt sind wir hier weg. Ja, okay.
da unten. Ne, das ist der Weg dann, ne? Genau. Diese komischen Bäume, die ich für Waffen gehalten habe. Was ist denn mit dem da hinten? Der macht nichts. Das ist irritierend. Normalerweise schießen die immer mit 5 Kilometer großen Pfeilen nach einem. Wenn ich da drüber gehe, ist die Spinne wieder da, also die Hand. Warte mal, wenn ich die von hier abschieße, fällt die dann runter? Nein. Ne, ich fight dich nicht. Ich fight dich nicht. Gar keine Lust. So, nach 4 Stunden und 47 Minuten Lurk werde ich ins Bett gehen und warten, bis Dave Factorio spielt. Factorio morgen oder spätestens am Samstag wieder. Außer ich krieg mir dann komplett eine Waffel und hab richtig Bock auf Elden Ring. Kann auch immer sein. Ich habe eigentlich immer Bock auf Elden Ring. Vor allem jetzt, wo wir gerade wieder komplett neue Gebiete entdecken. Ich will halt echt nicht diese Viecher fighten, die sind so ekelhaft. Erstmal eine Banane, Dave. Eine Banane hätte ich actually echt gerne. 49.000 Seelen. Was gedroppt. Schmiedestein 7 können wir halt hier farmen. Brauchen wir gar nicht mehr, ne? Da ist eine Spinne. Da sehe ich die Finger schon rausgucken. Warte mal. Wir machen mal die kleinen. Oder FTL. Ja gut, einen FTL-Anfall kann ich jetzt auch immer wieder bekommen, ne? Ah, du lebst noch. Ich will die Kleinen halt wegmachen, bevor ich die Große dahinter jetzt feite. Da kommt sie nämlich schon. Die ist weit genug weg. Mal gucken, ist hier noch irgendwas ums Eck? Ja! Ihr Mistviecher, ey. Ihr dummen Mist... Hallo? Noch eine, ey. Nee, nee, nee. Ich möchte hier schön Platz haben. Wie sie sich halt fortbewegen. Es ist so ekelhaft. Du? Okay, gut. Jetzt auch ins Bett. Gute Nacht. Oh, wir haben es kurz vor 12. Ja, dann mache ich es auch nicht mehr allzu lang. Mist. Wieso ist es denn schon wieder so spät? Ja, okay, du hast keinen Bock mehr getroffen zu werden. Ich sehe es schon. Oh, warte mal, das ist eine ganz große, sehe ich, merke ich gerade. Shit. Keine Mid-Level. Fast. Oh, danke für den Estus Refill. Muss um 5 Uhr aufstehen. Bäh. 5 Uhr aufstehen. Ne. Ich würde mir nie einen Job suchen, bei dem ich so viel aufstehen muss. Also da wird es wirklich aufhören. Da müsste man mir schon sehr, sehr, sehr viel Geld geben. Dass ich so früh aufstehe. Okay, von da. Oh, hi! Es geht? Er guckt so verloren dahin. Er guckt zum Baum, oder? Ja, schon. Er guckt den Baum an. Na, gute Nacht, Gero. Nochmal danke für die Hilfe vorhin in dem Dungeon. Ja, das ist einfach gelassen, wirklich. Einfach nur Kackboss. wer an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leid, mit dem Dev ist Schluss für heute noch nicht ganz. Dann ämmen sie dir auch schon mal schöne gute Nacht. Man war hier, genau, hier war noch eine kleine. Das Gebiet würde ich jetzt halt schon noch gerne... Oh, Mann. Sag mal, ich sage ja, Kampf zum Pferd ist absolut zum Kotzen in dem Spiel. Sogar die Kleinen können die droppen, die Großen anscheinend... zu 100% und die Kleinen zu x%. Dann möchte ich den noch machen. Mit, was? Irgendwo kriegt irgendwas Schaden. Warum? Da. Wenn ich jetzt eine Stunde warte, ist es tot. Ganz kurz. Wir sind auf diesem Plateau. Genau. Hab das gemacht. Da sind die Katakomben. Genau.
Ah ja, genau. Da drüben war der Grab. Auch hier wäre es auch noch hoch gegangen. Warte, und da oben... Oh. Du bist auch tot. Also jetzt sag mal, was kriegt denn da Schaden und warum? Warte mal, ich kann... Es ist gestorben. Vier... Ja. Okay. Du lebst noch? Wieso denn du? Dich hätte ich getötet. Na, was soll's. Lass mal gucken, was hier hinten noch ist. Hab. Sieht noch nichts aus, na gut. So, aber ihn krieg ich noch nicht in Fokus. Auch interessant. Und hier in dem Eck auch nichts mehr. Na gut. Kriegt aber wahrscheinlich noch. Na, doch, jetzt kriege ich ihn in Fokus. Also ist er doch Gegner. Schade, ich hätte gerne mal einen Riesen, mit dem ich unterhalten kann. Kann ich das in Ruhe lesen? Ohne dass du. Ja! Der Krieg gegen die Riesen. Die Helden ziehen in die Schlacht. Der Verrat der Trolle. Das Feuer erlischt. Das Zeitalter des Erdenbaum beginnt. Krieg gegen die Riesen. Die Helden ziehen in die Schlacht. Der Verrat der Trolle. Trolle haben also einen Verrat begangen. Welche Trolle? Reden wir von diesen kleinen Halbmenschen oder? Das Feuer Warte mal. Warte mal. Das Feuer erlischt. Das Zeitalter des Erdenbaums beginnt. Das Feuer erlischt. Wir alle kennen die Lore von Dark Souls. Spielt Elden Ring gerade wirklich canonmäßig nach Dark Souls 3? Das Ende, wenn das Feuer erlischt und... Aber die Schlacht. Dark Souls hat eine Lore? Nein, überhaupt nicht. Wann streamst du Lawn Mowing Sim? Was für ein Ding? Krieg gegen die Riesen. In Dark Souls 2 hat nur den Last Giant. War er wirklich der Last Giant? Ich weiß es gar nicht mehr. Yorm ist ein Giant in Dark Souls 3. Ich glaube, man mag erlöschen, aber irgendwann, irgendwo wird es wieder neu entflammt. Und anscheinend, wenn sie nicht neu entflammt, beginnt dann Elden Ring. Das ist spannend. Das ist nicht schlecht. Also das lese ich gerade jetzt raus. Es mag halt meine viel zu große Liebe zu Souls generell sein. Die da jetzt raus. Nein, dich lassen wir. Bleib du mal da drin. Ha. Ja, genau. Ah nee, du hast dann... Ja. Ist okay, komm. Und... Ja. Mal gucken. Jetzt ist Kampf zum Pferd, ey. Du bist doch komplett für den Arsch, ey. Es ist so viel einfacher. Einfach draufhauen, bis es tot ist. Das ist... Pferdkampf. Der Pferdkampf ist so OP, ey. Scheiße, gesagt. Kacke ist er. So sieht's aus. So. Möchte ich aber noch hier hoch. Zu dieser Kirche. Das Bonfire finden und dann machen wir Schluss. Kriegt doch schon wieder irgendwas. Was kriegt denn da Schaden? Warte mal, seid ihr das? Lebt ihr da drin noch? Oh nein, da, ich hab dich gesehen. Nee, geh weg. Du hast mich nicht gesehen. Nee. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Machst du Lore-Erklärungsvideos? Nicht mal, wenn ich wollte, könnte ich das. Guck dir einfach Warte-Video an. Wenn du Dark Souls Lore wissen willst, Warte-Video. Hi. Bye. You died. Someone else died. Fire.
Ja, Ferdos hat er nicht ganz und... Oh nein, die Hunde. Ach, scheiße. Ich möchte die Karte öffnen. Mein Gott, wenn ich dabei verreck, dann ist das so Spiel. Und da hoch? Und ein bisschen rechts halten. Aber warum die Kaelid-Viecher, ey? Ohne Scheiß. Ich war so froh, dass wir die los sind. Ihr, ach, ihr haut euch aus Versehen gegenseitig? Kann das sein? Du fightest hier die Viecher. Ich habe gesehen, wo ich hin will. Ja, okay, komm, wir gehen einfach alles andere. Ich störe euch mal nicht dabei, ne? Also, ihr habt da was untereinander auszutragen, so wie es aussieht. Ignoriert mich. Warum wurde ich gerade abgemountet? Warum darf ich hier nicht mehr auf dem Mount sein? Oh nein, weil hier ein Gegner spawnt. Ja, I knew it. Du bist doch der, den wir gerade in dem unterirdischen, Dungeon schon mal hatten. Nur als, Ja, ja, ich sollte flüchten. Gott. Arsch. Blutige Ströme. Okina-Maske. Oh, ich hab den Ding fast. Oh, guckt euch mal an. Das ist nicht mal ein Meter, oder? Maximal ein Meter. Das musste auch erstmal hinkriegen. Das war nicht schlecht. So. Ist das ein Katana, das du da hast? Ja. Oh, Bloodlust aber nur 30. Ich habe zwei 50er. Das ist also nicht so gut. Aber es sieht schon geil aus. Jetzt warte mal, guck mal. Kann ich nicht benutzen? Arkan 20? Halt, stopp, was hast du nur für ein Ding? Blutiger Metzler. Ups. Das ist actually nicht schlecht. Einige Zeit noch eine. Können wir uns ja mal überlegen. Aber Arkan 20 ist halt. Einfach Sekiro. Oh Gott, Sekiro. Oh Gott, mit Melina auch nochmal. Erstmal verstärken. So, jetzt haben wir 14. Erstes mit plus 12. Ist gar nicht broken viel oder so. Nee, nee. So, sogar ein Level up. Aber wir leveln noch eigentlich wohl Stärke. Arkan. Es werden 7 Level auf Arkan. Nee, unsere Waffen sind aber auch gerade gut, deswegen lassen wir das mal. Wir machen es erstmal Stärke auf 30. Warum eigentlich? Okay, ich muss dann auch mal wieder. Hab ein geiles Wochenende morgen und sollte es wäre spielen viel Spaß bei Digimon Survive oder Xenoblade 3. Stimmt, Xenoblade 3 wurde vorhin auch schon erwähnt, dass das der ein oder andere sich anschauen wird. Nee, ich hätte gesagt, wir machen hier aus. Komm, wir machen hier aus. Weil wenn ich jetzt anfange, nochmal woanders hinzugehen, dann hören wir gar nicht mehr auf. Ich kenne mich. Andererseits, hier geht's rüber, dann ist da was. Oh, wieder so eine fette Kette. Und das sieht aus wie eine große Flammenschale. Und da stecken Sachen drin. Also wenn hier kein Boss ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht sogar der finale Boss und hier ist halt noch zu irgendwie. Ja, guck mal, es sind mehrere Ketten. Warum sind diese Ländereien mit Ketten aneinander gebunden? Also ja, die wurden dann einfach nur aneinander hingemacht, aber... Ja genau, hier war die ganze Feuerheinischar. Genau, dann marken wir uns das nochmal. Das hatten wir noch nicht. Das ist zwar kein Boss, aber wir nehmen einfach mal das Boss-Icon. Wir da noch hin müssen. Hier, sehr schön. Dann haben wir auch bald die ganze Karte. Das wollen wir uns ein andermal. Alles der Reihe nach. Ich würde das alles erstmal gerne erkunden. Nachher, warte mal. Apropos Boss. Hier war noch einer.
Gut. Es wird schon, man sieht auch hier, es wird immer höher. Hier zum Beispiel, genau, kann man seine Füße wirklich ins Wasser stecken, da auch. Hier teilweise auch noch, genau, hier hat man noch einen Strand. Dann wird es immer höher, man geht eigentlich immer höher. Genau, da sieht man schon, das ist eher so, so eine Seitenansicht. Das ist nicht so ein, es flacht ab, sondern das ist die Klippe, actually. Dann, ja gut, hier ist man komplett auf einem Vulkanberg. Das ist klar, dass man da relativ hoch ist. Dieser Strudel hier, dieser Dark Souls 2 Strudel, den würde ich gerne noch haben. Hier hinter weiß ich es gerade gar nicht mehr. Das Gifthaus. Genau. Egal. Ich verplapper mich schon wieder. So. 114 Stunden. 114 Stunden voller Spaß. Na gut, sagen wir mal 110 Stunden voller Spaß. Oh, 4 Stunden waren bestimmt Salt. Und ich hatte wenig Spaß. Sagen wir mal.